Hey, Oliver Schirmer hier, herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video habe ich 10 Rekrutierungstipps für dich, die dir dabei helfen werden, dass du in Zukunft ja mehr Menschen in deinen Network-Marketing-Organisationen sponsern und rekrutieren kannst. Zu diesem Video gibt es auch noch einen Blogartikel auf meiner Webseite www.oliverschirmer.de. Dort findest du die einzelnen Punkte nochmal tiefergründig und tiefergehend erklärt, weil ich möchte das Video jetzt hier auch nicht zu lange machen an dieser Stelle. Also wenn dich die einzelnen Punkte noch mehr in der Tiefe interessieren, dann besuch www.oliverschirmer.de, einfach oben in die Suchfunktion Rekrutierung eingeben und dann findest du den Beitrag. Okay, lass uns loslegen. Erster Tipp, verbessere deine Fähigkeiten. Ja? Je besser ausgeprägt deine Fähigkeiten sind, die im Network Marketing gefragt sind, ja, desto mehr Erfolg wirst du haben. Es geht im Network Marketing nicht um das theoretische Wissen, also das, was wir im Kopf haben, sondern das, was wir aus dem Kopf auf die Straße transportieren. Es geht um Erfahrungswissen. Es geht um das, was wir selbst gemacht haben. Ja? Das ist wie beim Fahrradfahren. Du hast früher Fahrradfahren gelernt und da hattest du wahrscheinlich deine Eltern nebendran dabei. Zuerst hast du es auf dem Dreirad probiert, dann war es dann vielleicht ein normales Rad mit so einer Stange dran und zum Schluss konntest du frei fahren. Aber deine Eltern haben dir quasi in dem, dass sie es getan haben, dir gezeigt, wie das Ganze funktioniert. Das heißt, du hast Fahrradfahren gelernt, nicht dadurch, dass du Bücher gelesen hast oder Videos angeschaut hast, sondern du hast Fahrradfahren gelernt dadurch, dass du es getan hast. Ja? Und das ist damit gemeint. Und je besser und je häufiger du das Ganze hier machst, ja, desto stärker wird dein Fähigkeitenmuskel in all den Disziplinen, die wir tagtäglich brauchen im Network Marketing. Und je besser du das Ganze meisterst, je mehr du da dazulernst und in der Praxis umsetzt, desto schneller wirst du erfolgreich sein oder desto mehr Erfolg wirst du haben. Zweiter Tipp, sprich mit mehr Menschen. Ist jetzt erstmal nichts Neues, ist aber für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil dieser Punkt da dazu geführt hat, dass ich vor vielen Jahren angefangen habe, Online-Marketing-Techniken einzusetzen und die dann umzusetzen. Ja? Früher war es dann so, der Kalender war also gut durchgetaktet und du bist dann quasi zu Menschen gekommen und ich habe mir immer zwei Fragen gestellt, wie schaffe ich es, also nach einer Zeit, ja, wie schaffe ich es, dass ich mit mehr Menschen sprechen kann, weil eins ist klar, derjenige, der 10 Präsentationen die Woche gibt, der hat weniger Erfolg wie derjenige, der 100 Präsentationen die Woche gibt, einverstanden? Genau, so und so ist es auch, ja, und deswegen habe ich mir die Frage gestellt, Mensch, wie schaffe ich es denn, dass ich mit mehr Menschen sprechen kann? So, dann war die erste Überlegung, beziehungsweise die nächste Frage, wie schaffe ich es, dass ich mit mehr Menschen spreche, die grundsätzlich Interesse haben? Weil ich habe festgestellt, wenn ich zu den Menschen komme, dann habe ich drei Antworten in der Regel bekommen, die A, Nein und Vielleicht. So, aber allen drei, also jeder Kategorie, musste ich quasi alles erklären. So, das heißt, es ging von vorne los, die gleichen Fragen, Einwandbehandlung etc. So, und dann war für mich ganz klar, wie schaffe ich es, dass ich diese Menschen gar nicht erst mehr bekomme, ja, weil dann habe ich diese Zeit, die ich für die Menschen investiere, schon mal wieder mehr zur Verfügung, um mit anderen Menschen zu sprechen, die entweder ja oder zumindest mal vielleicht sagen, ja. So, und das war so quasi die Ausgangsüberlegung und dann kam ich quasi dadurch, durch diese Überlegungen mit dem Thema Online-Marketing dann auch in Kontakt und da habe ich dann für mich die Lösung gefunden, ja. Und zwar habe ich dann im Prinzip für mich eine sogenannte Landingpage erstellt, habe mir ein E-Mail-Marketing eingerichtet, ja, also Follow-up, ja, habe dann quasi ja, dort die E-Mails, Videos und so weiter einmal erstellt, das Ganze dann in Betrieb genommen und konnte so möglichst viele Menschen über die Geschäftspräsentation leiten. So mache ich es heute noch. Das heißt, mein Job war dann nicht mehr jedem alles zu erklären, sondern mein Job war dann nur noch von 10 auf die 100 zum Beispiel zu kommen. Ja? Was dein Ziel ist, musst du für dich entscheiden. So, ich habe mal dann überlegt, okay, wie schaffe ich es jetzt, Menschen entweder über diese Landingpage zu generieren, damit die automatisch informiert werden, oder wie schaffe ich es, mit Menschen zu sprechen, dass die quasi die Neugier, also diese Menschen neugierig machen, dass die quasi weitere Informationen haben wollen und dann habe ich das quasi hier über E-Mail-Marketing geregelt. Vorteil war, dass meine Liste permanent gewachsen ist, da komme ich später auch noch dazu, ist ein ganz wichtiger Punkt, dass du immer genügend Menschen in der Pipeline hast und ja, und so habe ich angefangen, dann meine Liste aufzubauen und dementsprechend, ja,
kommen heute auch noch Menschen in mein Unternehmen, ja, die schon 1, 2, 3, 4, 5 Jahre auf meiner Liste sind, wie auch immer. Ja, also das war so der Punkt, wo ich dann gesagt habe, okay, wir müssen ein paar Steps einfach automatisieren, ja, weil eine Geschäftspräsentation muss ich nicht jedem 1:1 geben, sondern das kann ich auch zum Beispiel über ein Video lösen oder über ein Webinar, über eine Präsentation, wie auch immer. Tipp Nummer 3, kenne deine Zahlen, deine Quote, ja, also du musst halt zumindest mal wissen, okay, wie viele Calls habe ich, wie viele Präsentationen und wie viele Kunden und Vertriebspartner, ja, eins von den beiden, was kommt denn da eigentlich raus? Das ist so das Mindeste, was du wissen solltest. Und jeder Mensch hat quasi seine eigene Quote, wenn man so will, ja. Und jetzt kommt Nummer 1 ins Spiel, ja, je besser deine Fähigkeiten sind, desto besser wird in der Regel deine Quote, ja, weil es einfach ein Unterschied ist, ob jemand mit einem Menschen spricht, der schon viele tausend Gespräche gemacht hat, oder ob jemand mit einem Menschen spricht, der zum Beispiel ein Gespräch gemacht hat. Ja, es ist ein komplett anderes, ein völliger Unterschied, ja. Und deshalb ist es wichtig, dass du hier deine Fähigkeiten verbesserst, dann wird sich auch im Laufe der Zeit deine Quote verbessern, ja. Vorausgesetzt, du lernst immer wieder dazu. So. Tipp Nummer 4, hab genügend Leute in der Pipeline. Auch hier ist wieder wichtig, spielt alles, hängt alles zusammen. Es macht nämlich einen Unterschied, wenn du mit jemandem sprichst. Mal angenommen, du hast heute deine Namensliste zum Beispiel erstellt, ja, und da sind jetzt noch 10 Leute drauf. So, wenn du mit einer Person jetzt sprichst, ja, und es sind nur 10 Leute drauf, dann hat das Gespräch ein ganz anderes Gewicht, wie wenn jetzt du mit einer Person sprichst und da sind 400 Menschen drauf, ja, noch auf der Liste. Ja, ob die Person Ja oder Nein sagt, spielt für dich keine Rolle. Hast du aber nur noch 1, 2, 3 weitere drauf auf deiner Liste, dann ist das sehr wohl ein Problem. Ja, oder das kann ein Problem werden. So, und deswegen ist es wichtig, dass du immer genügend Leute in deiner Pipeline hast, beziehungsweise immer genügend Leute hier in dem Bereich quasi generierst. Ja, ganz wichtig. Tipp Nummer 5. Lern schnelle Ja-Entscheidungen zu erhalten. Das ist auch so, weißt du? Manchmal, wenn ich mich so, das, was ich halt so mitkriege, da denke ich mir immer, ja, und was ist jetzt? Ja, vielleicht nächste Woche, 14 Tage, einen Monat, ja. Das bringt niemanden voran, ja. Das bringt weder die Person voran, die es gesagt hat, noch bringt es den Teampartner voran, der das Gespräch geführt hat. Du musst einfach dahin kommen, dass du schnelle Ja-Nein-Entscheidungen hast. Mir ist heute ein schnelles Nein lieber, ja, wie ein lang hinausgezogenes Vielleicht. Weil, egal ob die Person Ja oder Nein sagt, dein Job endet da nicht, ja. Sondern du musst eh zum nächsten weiter. Und deswegen ist es wichtig, schnell jeden Tag schnelle Ja-Nein-Entscheidungen. Und je mehr Ja-Nein-Entscheidungen du hast, desto schneller kommst du voran und desto mehr und schneller wirst du Erfolg haben. Und das wirst du sehen, wenn du es mal machst, du hast viel weniger Zeit, dich mit Dingen zu beschäftigen, die dich gar nicht voranbringen. Und du wirst sehen, dass du viel, viel schneller ja vorankommst wie vorher. Also lerne schnelle Ja-Nein-Entscheidungen. Das heißt auch beim Kunden, wenn du ein Verkaufsgespräch hast, lern die Abschlussfrage zu stellen. Ja? Vertag das Ganze nicht, sondern hilf dem Kunden dabei, eine Entscheidung zu treffen, egal wie die dann jetzt ausgeht. Ne? So. Tipp Nummer 6 ist Follow-up. Ja? Auch das war immer so ein Thema, was sehr viel Zeit dann auch in Anspruch genommen hat. Du hast einen Kontakt angebahnt, hast mit den Leuten ja, vielleicht ein Beratungsgespräch gemacht, das war jetzt noch nicht so weit, ja, dass die Person gesagt hat, okay, ich starte. Also hast du nochmal nachgefasst, hast ein Wiedervorlagesystem, was auch alles gut ist. So, und dann bin ich halt auch für mich hergegangen, habe für mich die Entscheidung getroffen, okay, warum soll ich das Follow-up nicht ebenfalls automatisieren? Ja, und das habe ich dann hier quasi mit E-Mail-Marketing gemacht, sodass ich heute immer selbst entscheiden kann. Ich kann zwar die Leute weiterhin kontaktieren, sollte ich aber aus irgendwelchen Gründen keine Zeit haben, weiß ich, das Follow-up läuft weiter. Und wie gesagt, das Follow-up darf man nicht unterschätzen, weil du weißt nicht, wann der richtige Zeitpunkt für die jeweilige Person ist. Wie gesagt, bei mir fangen heute Menschen an, die lesen schon 2 oder 3 Jahre meine E-Mails. Ja, der eine sagt sofort ja, der andere braucht 14 Tage, der andere braucht halt eben Monate oder gar Jahre. Und da wir das nicht wissen, ist es wichtig, dass wir immer regelmäßig dranbleiben. Die meisten betreiben aber gar kein Follow-up, ja, sondern die rufen vielleicht, wenn es gut läuft, noch einmal an. Und dann war's das, ja. Und mit E-Mail-Marketing kannst du das Ganze halt eben automatisieren, ohne dass du ständig darüber nachdenken musst.
Tipp Nummer 7, starte eine 90-Tage Blitzstart-Challenge. Ja? Die ersten 90 Tage, wenn du heute im Network-Marketing anfängst, sind entscheidend, weil hier entscheidet sich, welche Gewohnheiten du ja für dein Geschäft übernimmst. Ja? Sagst du, ich lasse es langsam angehen, dann wird dein Geschäft langsam. Ja? Sagst du, ich gebe Vollgas, ja? Die ersten 90 Tage lasse ich es krachen, dann wird in deinem Geschäft das Ganze ordentlich krachen lassen. Ja? So, und du kannst aber diese 90 Tage immer wieder entscheiden. Ja? Das heißt, wenn du jetzt heute schon eine Weile dabei bist und du möchtest jetzt das Ganze mal wieder pushen, dann setz dir einfach 90 Tage und gib da Vollgas. Ja? Tipp Nummer 8, tägliche Wachstumsroutine. Und hier solltest du dir einfach angewöhnen, immer mehr dazu hinzukommen, dass auf deinen täglichen To-Do, auf deiner täglichen To-Do-Liste nur Dinge stehen, die wirklich dein Einkommen erhöhen. Ich kann dir das mal kurz zeigen. Hier habe ich zum Beispiel, das ist so meine Liste, ja, da stehen immer so ein paar Punkte drauf, beziehungsweise sind immer die gleichen Punkte, manchmal stehen ein paar mehr drauf, ja, und dann sind aber alles Punkte, die, ja, ich sag mal, ja, einkommenserhöhende Aktivitäten sind, manche eher kurzfristig, manche langfristig zu sehen, ja, aber die gemacht werden müssen, so, und möglichst wenig Ablenkung drauf, und dieser Plan hier, der hilft mir einfach dann auch, mich da immer drauf zu fokussieren, ja, das heißt, allein wenn ich den hier auf dem Schreibtisch liegen habe, dann weiß ich, okay, das muss ich machen, das muss ich machen, das muss ich machen, und dann habe ich für mich ein Gerüst und kann mich anhand diesem Plan dann halt eben auch heranhangeln. Natürlich kommen auch manchmal zusätzliche Punkte auf den Plan, die jetzt halt einfach anliegen, wo man zweimalig nicht umgehen kann. Das Leben lässt sich auch nicht immer 100% planen. Manchmal gibt es auch irgendwas, was jetzt unvorhergesehen ist, was aber jetzt halt auch wichtig ist. Kann natürlich passieren, aber der Plan hilft mir immer wieder zurück in die Spur zu kommen und mich immer wieder auf die Dinge zu konzentrieren, die wirklich wichtig sind, nämlich das Rekrutieren neuer Partner und wenn du im Kundenaufbau stark aktiv bist, dann eben halt auch Kunden gewinnen. Ja, ganz wichtiger Punkt. So, dann haben wir hier Tipp Nummer 9. Ja? Probiere neue Lead-Strategien. Auch das ist immer so ein Punkt. Du musst einfach immer gucken, dass du immer neue Lead-Strategien für dich findest, um neue Leads zu generieren. Ja? Aber nicht alles auf einmal, sondern fang mal mit einer Lead-Strategie an. Ja? Bring die mal zum Laufen und wenn die dann läuft, lass die weiterlaufen und dann bau dazu die nächste. Ja? Wenn die wieder läuft, immer schauen, funktioniert es nicht. Wenn es nicht funktioniert, weglassen, eine neue dazu. Wenn sie funktioniert, hast du dann schon die zweite, die funktioniert, dann baust du die dritte dazu und so weiter. So, und dann haben wir last but not least, Nummer 10, fokussiere dich auf die Emotionen deines Gegenübers. Finde heraus, was die Person für Bedürfnisse hat, was sie für Probleme hat und was sie für Wünsche hat und Ziele. Und dann hilft der Person einfach, ja, dabei diese Wünsche zu erreichen oder die Probleme zu lösen. Und dann wirst du dich auch in deinen Verkaufsgesprächen oder in deinen Recruiting-Gesprächen viel, viel leichter tun, weil ja, du die, ich sag mal, immer die Hot Buttons der Person kennst und dann natürlich in der Sprache mit der Person sprechen kannst, wo sich die Menschen dann eben halt auch angezogen fühlen. Okay, wenn das Ganze jetzt für dich hilfreich war, würde ich mich freuen, wenn du der Sache einen Daumen hoch gibst, teile das Ganze mit deinem Netzwerk. Man weiß nie, für wen die Infos interessant sind. Lass mir doch auch gerne mal einen Kommentar da, Daumen hoch, wenn du es gut fandest, ja, oder deine Anregungen, dein Feedback, freue ich mich von dir zu hören. Wenn du keine Videos verpassen willst, findest du hier den Abonnieren-Button, einfach klicken und keine weiteren Videos verpassen. Ja, ansonsten, wenn du Lust auf eine Zusammenarbeit hast, unterhalb des Videos findest du ja weitere Informationen, kannst dich kostenlos eintragen, dir alle nötigen Informationen anfordern und dort erfährst du dann auch, wie du mit mir in Kontakt treten kannst. In diesem Sinne wünsche ich dir maximalen Erfolg, alles, alles Gute. Wir sehen und hören uns im nächsten Video. Dein Oliver Schirmer. Ciao, ciao.